Was geht ab, Leute? Wir sind auf Tour. Es ist endlich soweit. Wir haben vor einem Jahr angefangen, diese Tour zu verkaufen. Sie war sehr schnell ausverkauft. Wir mussten hochverlegen. Es war wieder ausverkauft. Wir haben Doppelshows gemacht. Es war wieder ausverkauft. Zum ersten Mal habe ich die Ehre gehabt, meinen Tourbus zu folieren. Dank Air Up. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen, damit wir auch schön alle hydriert bleiben, ne? Und ja, Mann, Shoutout an Air Up und vielen, vielen Dank für diese geile Folierung. Wird eine geile Tour. Wir zeigen euch gleich noch das Merchandise. Liebe Gefahrtour, let's go! Wie schmeckt er? Der schmeckt bombastisch. Einfach lecker. Dieses großartige Herz kann auch in diversen Farben leuchten. Wir sehen es heute das allererste Mal. Wir haben viel darüber gesprochen, viel darüber diskutiert und jetzt ist es hier. Viel Spaß! Ich glaub, du wirst mal ein Love-Song, ein Love-Song. Man sieht leider nichts. Abbruch! Schließ meine Augen nieder, damit ich nichts verpasst. Es ist schon Magie, was du hier neben mir machst. Es ist mir als Anna. Ich glaub, du wirst mal ein Love-Song, ein Love-Song. Wir beide sind nicht gerne allein. Okay, ich dachte mir jetzt, wo wir alle mal wirklich beisammen sind, nochmal einmal alle herzlich willkommen auf dieser Tour. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ja, ihr wisst, ich bin ein emotionaler Mensch, deswegen ist das für mich auch jetzt emotional, jetzt diese Tour. Wir haben da sehr, sehr lange für gearbeitet und gekämpft, dass wir solche Tourneen spielen dürfen. Wir werden jetzt einen Monat eine Familie sein, jeder hilft dem anderen. Das gilt auch für mich. Ja, Mann, ich hoffe, wir haben alle eine geile Zeit, eine geile Klassenfahrt und wir werden alle eine richtig, richtig, richtig geile Tour haben und eine ganz schöne Zeit und ganz viele schöne Erfahrungen sammeln. A few moments later. Lass dich gegen Liebe impfen, oder? Ja, ich brauchte irgendwas gegen Liebe und dann musste ich mich jetzt gegen Liebe impfen lassen. Geht wieder gut los. Das ist halt Tradition auf der Montez-Tour. Also einmal muss ich mindestens antropfen. Dass das jetzt natürlich der erste Tag schon ist, ein bisschen schwierig, aber und dann werde ich alles geben. Lass uns hier nicht unterkriegen. Von so ein bisschen krank, ey. Block. Lieber Benjamin, wenn du das siehst, ich habe deine Fanpost erhalten und ich habe auch, nett wie ich bin, dir deine Bilder, die du zugeschickt hast, ein Autogramm draufgeschrieben. Leider hat mein netter Tourmanager daraus einen Splatter-Horrorfilm gemacht und sie leider ein bisschen verwischt. Aber Benjamin, es geht um die Originalität. Das ist, genau. Das ist einfach 100% authentisch. Benjamin, ich weiß, es sieht sehr creepy aus, aber ich hoffe, du bist trotzdem glücklich. Hey Benjamin, ich aus dem Off, ne? Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir legen dir noch zwei signierte Autogrammkarten mit demselben Bild dazu. Ey, gute Idee. Das machen wir, gute Idee. Ja, Kimbo, Autogrammkarten. So, Benjamin, eins. Boah, hab ich das M gerettet, Alter. Hast du es drauf? Oh mein Gott, das war vorher so scheiße und jetzt ist es so geil. So, die liebe Inge, ach so, die möchte auch noch auf ihren Bildern unterschrieben haben. So, das überlasse ich jetzt dem Schicksal. Und mal gucken, was da passiert, ne? Kick die Spritze, sagst du. Ja, das Cortison schießt rein. Vor allem der Placebo. Der Placebo, der kickt rein. Danke, Mann. Ey, danke für alles, trotz allem. Ja, genau. Chrysler. Ja, Money kommt jetzt noch. Ja, dann kuscheln wir einfach schon mal. Wir machen ein intimes Band-Ding, genau. Also Leute, heute erster Tourtag. Ich spreche nach unten, damit ich euch nicht anstecke. Ich freue mich sehr. Ich habe es heute schon mittags gesagt. Aber es wird geil. Ich versuche durchzuziehen. Wenn ich abkacke, dann zieht ihr bitte weiter für mich durch. Mir geht's super schlecht. Nein, Spaß, mir geht's besser als gestern schon. Gestern ging es mir ja gar nicht gut zum Tourauftakt. Und ich habe das Gefühl,
dass es heute ein bisschen besser ist. Ich habe von 3 bis 6 Uhr nachts geschlafen. Also top 3 ganze Stunden. Und ja, ich bin total guter Dinge, ne, dass ich heute Nachmittag nochmal 2 Stunden vielleicht schlafen kann. Ich hätte mir keinen krasseren Tourauftakt vorstellen können. Ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt und es war ein mega geiler Einstand. Vielen, vielen Dank, Frankfurt. Frankfurt 1. Was willst du? Tschüss. Genau, und zudem. Wir hatten jetzt die erste Show gestern und jetzt sitzen wir ein bisschen an den Optimierungen, was wir noch so besser machen können. Jeder hat sich hier so Listen erstellt. Die verkaufe ich dann auf eBay und versteigere sie. Jetzt so professionell läuft das hier ab. Aber Manni hat das deutlich professioneller gemacht. Hier ziehe ich das mal rein. Hier mit Lineal. Mit Lineal, Alter. Wahnsinn. Also zu kritisieren gibt es gar nichts, weil es ist schon wirklich sehr, sehr toll alles. Aber es gibt ja immer Sachen, die so ein bisschen feinschliffmäßig noch besser sein können. Oder die ich auch gestern verkackt habe. Ich hatte auch gestern 2 Sachen, die ich mir einfach heute besser einprägen muss. Aber dafür sind ja auch die ersten Tourtage da. So, das gehört halt dazu. Aber ja, deswegen sitzen wir hier und dann wird es heute schon viel besser, Leute. Tatsächlich war das eine, das habe ich dir vorhin schon auch schon gesagt, das war eine meiner best eingespielten ersten Shows-Tour-Gigs. Also es war die beste. Also ich war noch nie auf einer Tour so gut eingespielt wie jetzt. Geil. So. Die Ansage. Die fangen richtig an zu krölen und dann gehen wir erst hoch. Oh Gott, ich hab so Schiss. Und wenn du wirklich so Bammel hast, dass du jetzt denkst, okay, fuck, dann machst du vom Backstage, von hinten, Leute, ich höre noch nichts, was ist hier los? Jubeln die und dann gehen wir hoch. Also wir müssen auf jeden Fall hochgehen, wenn die jubeln. Ich will nicht auf die Bühne gehen und denke so, habt ihr überhaupt Bock? Ich muss ja auch nicht spielen. Also, ne? Also, übertrieben gesagt. Übertrieben gesagt, weißt? Gehört, damit Manni die Zugabe auch spielen will, müsst ihr bitte richtig, richtig krass laut Zugabe schreien, okay? Band verweigert. Woher kommt denn nicht mehr auf die Bühne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ey. Komm. Also Stille. Ich bin sehr, sehr glücklich mit euch. Ich bin wirklich unfassbar glücklich, dass ich euch habe. Wirklich. Leute, jetzt hatten wir ja die Set-Optimierung. Jetzt gibt es die Set-List-Optimierung, weil so konnte ich das nicht so geil gestern alles lesen. Ich werde es jetzt nochmal besser machen. Mal schauen, wie es danach aussieht. Puh, wir sind am... Ich bin in eine Pfütze getreten. Scheiße. Weiß nicht, was es ist, aber egal, lassen wir jetzt einfach drin. Wir sind am Merch-Stand. Wo sind denn die netten Mercher hier? Die würde ich gerne einmal zum Merchandise-Stand holen. Einmal ein Riesenapplaus für Julian, Doggy Doxen und Kimboje. Ey, das macht die echt gut, Mann. Ey, danke. Ey, einfach toll, Leute. Danke, danke, vielen Dank. Falls ihr Shirts braucht, kommt her. Ich will morgen in Saarbrücken keine einzigen Teile mehr haben. Einmal das Never Not Loving Shirt. Kann ich euch versprechen, heute ausverkauft. Saarbrücken, wenn ihr das seht, tut mir wirklich leid. Also das ist mein Lieblingsshirt, muss ich ehrlich sagen. Das würde ich am liebsten den ganzen Tag selber die ganze Zeit tragen. Einmal Never Not Loving. In einer wunderschönen Cremefarbe mit dem passenden Weiß dazu. Ergänzt sich super vorn und hinten. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Also mir fehlen wortwörtlich die Worte. Boah, das sieht ja auch krass hier aus. Hier haben wir den Montez Good News, Bad News Crewneck. Das erste Mal, dass wir auch Crewnecks mit auf Tour haben. So ist es. Unglaubliche Qualität. So sieht der von vorne aus, so sieht der von hinten aus. Wir haben hier aus. Sogar so einen Puffstick, ne? Das ist hier so, ne? Sieht man vielleicht nicht richtig, aber ist so ein bisschen angehoben. Der macht das einfach Bombe, der macht das so gut. Gucken Sie sich das bitte mal an. Diese Qualität, gerade für die kalten Monate, die Winterzeit, wenn man zu Hause auch mal mit der Familie kuscheln möchte. Die jetzt ja demnächst kommen, ne? Dann auch mal für zu Hause, für den Papa und für die Mama einen mitbringen. Einen L, einen S. Warum denn nicht? Die sogenannten Hoodies, hier, das sind die. Leute, die ganz wichtig. Das sind die, die im Bundle dabei waren. Bundles waren begrenzt auf 1800 Stück. Stimmt nicht, auf 5000 oder so. Die Bundles waren begrenzt auf 5000 Stück. Heißt, mindestens 3,8 Millionen Leute haben keins bekommen, die es haben wollten. Für alle die haben wir hier nochmal die Chance auf Tour, den unglaublichen Hoodie mit Stick. Zeig doch mal diesen Stick nochmal hier. Guck mal. Oh, ey, das sieht wirklich so geil aus. Also, das ist wirklich, das kann man nicht anders sagen. Liebe ich auch. Die Farbe wollte ich unbedingt haben. Und ich würde sagen, ist der Exot in unserer Farbwelt. Liebe ich auch, liebe auch die Colorways. Schöne Erinnerung, ne? Jeder, der hier war, kann sich so eins mitnehmen. Ich anwiele jetzt das. Boah, nee. Oh. Also eine bessere Farbkombination hätte man nicht finden können. Ja, gibt's, da sagen selbst Designer aus Paris, Alter, wie ist denn der darauf gekommen? Weil das ist wirklich einzigartig. Ich hatte Coco Chanel gestern an der Strecke.
Können wir davon mal eine Scheibe abschneiden, bitte? Was wir jetzt noch nicht hier haben, sind diese wunderschönen Socken und diese Herzinfarkt-Caps und die Never Not Loving Cap. Die werden in den nächsten Tagen kommen. Sorry an alle Städte, die jetzt schon am Anfang der Tour sind, wo wir es leider nicht geschafft haben. Die Lieferschwierigkeiten, ihr wisst es. Aber vielleicht gibt es die ja irgendwann im Shop zu Weihnachtsschneid. Vielleicht können wir jetzt mal zu diesen beiden Sachen kommen. Da zeige ich euch mal meinen Rücken. Vielleicht fällt euch ja was auf. Ja, da habe ich mich sehr gefreut gestern, dass 1500 Teile von diesen schönen hellblauen Hoodies, die ich wirklich krass liebe eigentlich. Und auch die Shirts dazu haben wir natürlich auch noch gemacht. Die waren natürlich auch alle falsch. Und die zeige ich euch jetzt mal draußen. Ich glatzpe de Viest Val Aix. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber das steht auf allen 1500 hellblauen Shirts und Hoodies. Aber ich habe mir was überlegt. Jeden einzelnen davon, wenn wir demnächst einen Weihnachtsdrop machen mit dem Shop Ende Oktober, Anfang November, dann werden wir euch die Möglichkeit geben, zu jedem eurer Einkäufe ein Piece hiervon zu adden für 10 Euro. Und diese 10 Euro werden wir uns dann überlegen zu spenden. Also wir werden sie nicht überlegen zu spenden, sondern wir werden sie spenden. Wir werden uns dann noch überlegen, wo wir sie spenden. Und das bedeutet, ihr könnt quasi zu eurem Einkauf, den ihr im Shop macht, anklicken, ob ihr 10 Euro spenden wollt und dafür ein so ein Piece bekommen wollt. Eigentlich sind die wirklich ganz geil, aber ich kann sie euch natürlich nicht gut ins Gewissen so verkaufen, logischerweise. Aber komm, machen wir das Beste draus und machen eine schöne Spendenaktion draus, dann ist das auch nicht umsonst gewesen. Ich liebe diesen Merch, ich freue mich sehr, dass er da ist und vielleicht liebt ihn genauso wie ich. Tag 2 mit einer Cortison-Infusion. Ich kann es nicht ändern, wirklich. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber ich ziehe durch. Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich diese Tour irgendwie durchstehen kann. Du hast die Karten gekauft hier, oder? Ja. Ja, dann darfst du jetzt immer umsonst sehen. Sehr gut gestochen, kann man nicht anders sagen. Immer. Endlich wieder Cortison, Leute. Ich war schon auf Entzug. Boah, ich dachte, das ist mein Blut, was da so rausspritzt. Du kannst jetzt so ein bisschen Calcium, also so ein bisschen sauer auf der Zunge spüren. Ja, nicht wundern. Das geht nochmal auf die Zunge. Mir ging es schon mal besser. Mir ging es auch gestern besser. Aber es sollen alles keine Ausreden sein. Und wir ziehen weiter durch, bis es nicht mehr geht. Die ist für mich, ja. Die ist schon mal reserviert. Heute darf keiner von euch umkippen, Leute, weil ich bin der Erste, der umkippt. Schleich dich raus, ich steh allein hier vor deiner Haustür. Ich komm nicht rauf, weil mich dein Vater sofort wieder rauswirft. Ich sag ja noch ein und wir fahren zum selben Ort wie beim letzten Mal. Bitte schleich dich raus, ich steh allein hier vor deiner Haustür. Und was sagen Sie zu den vergangenen zwei Spielen? Also direkt nach dem Spiel sind natürlich viele Eindrücke. Ich muss das erstmal jetzt für mich verarbeiten. Also ich kann nur sagen, ich war ein bisschen angeschlagen, aber wir haben alles gegeben, ganze Mannschaft top, absolutes Top-Niveau. Bevor es wieder 3 Punkte ist, wieder mit nach Hause konnten. Hat sich auch wirklich, also bei den ganzen Fans, die da waren, hat es wirklich angefühlt wie ein Heimspiel auch für uns. Und ja, daran können wir anknüpfen und genauso wollen wir dann morgen in Saarbrücken auch weitermachen. Ja, die Verletzung war jetzt nicht leicht. Die ging ja schon ein bisschen tiefer. Wie hat das Team Sie denn so schnell fit bekommen? Ja, wir haben natürlich sehr gute Ärzte-Team, gute Physios. Ne? Es sah auch kurzzeitig so aus, als hätte ich nicht spielen können. Gestern auch schon. Aber ja, Gott sei Dank, wirklich super gute Ärzte, die mich dann nochmal fit bekommen. Gestern auch. Also nochmal vielen Dank an das ganze Ärztestab, an das ganze Trainerteam. Und wichtig ist einfach, dass wir als Mannschaft hier wirklich eine super Leistung wieder zeigen konnten. Und total glücklich darüber. Ja, das haben Sie getan. Dafür gratulieren wir nochmal. Ja, nehmen Sie die Punkte mit. Ja. Und ganz viel Kraft und Energie für den Rest des Turniers. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.